Der am 5. März 1512 geborene Gerhard Mercator war ein Universalgelehrter, der in mehreren Berufen gleichzeitig bewandert war. Hier in Duisburg hatte er seine Hauptschaffenszeit von 42 Jahren. Ich heiße Gerhard Kramer oder Gerhard Krämer, wie man heute auf Deutsch sagt. Meine Eltern kamen aus dem heutigen niederrheinischen Gangelt und sind dann nach Hüppelmonde bei Antwerpen ausgewandert. Studiert habe ich dann in Löwen. Später ging ich nach Duisburg, um hier ungestört meiner Arbeit nachgehen zu können. Denn es war damals eine heikle Zeit für Wissenschaftler und im habsburgischen Flandern regierte die Inquisition. Hier im Herzogtum Kleve herrschte ein wesentlich freizügigeres, toleranteres Klima. Ich bin deshalb auch bis an mein Lebensende hier in Duisburg geblieben. Er war nicht nur Kartograf, Geograf, Mathematiker, Astronom, Kupferstecher, Globenbauer und Verleger. Ich war auch Philosoph und Theologe und habe eine Weltgeschichte geschrieben, von der Schöpfung bis in meine Gegenwart. Er galt bereits in den Gelehrtenkreisen seiner Zeit als der bedeutendste lebende Kartograf. Weltweit berühmt wurde Gerhard Mercator mit der 1569 verlegten Weltkarte Ad Usum Navigantium. Angefangen hatte ich ja als Globenbauer in Löwen. Später habe ich mich dann in Duisburg vor allem meinen Karten gewidmet. Eines hat mich dabei ein Leben lang beschäftigt. Wie schaffe ich es, die gekrümmte Linie des Globus so auf die Karte zu projizieren, dass sie dort eine gerade Linie ist, die auch genau dem einmal eingestellten Kompasskurs entspricht? Sie müssen sich das so vorstellen. Wenn Sie auf dem Globus einem geraden Kompasskurs folgen, von Kontinent zu Kontinent, und dann das entsprechende Kartenstück mit dem geraden Kurs auf eine Karte projizieren, dann wird aus dem geraden Kurs eine gekrümmte Linie. Und genau diese Abweichung vom Kurs hat viele Seeleute das Leben gekostet. Und meine Karte war die erste, die dieses Problem gelöst hat. Ich habe damit nicht nur vielen Seeleuten das Leben gerettet, sondern ich kann mit Fug und Recht sagen, ohne mich wären die niederländischen und britischen Königreiche so schnell nicht ersegelt worden. Meine Karten sind jahrhundertelang in Gebrauch geblieben. Lange hat man nicht gewusst, wie ich das bewerkstelligt habe. Denn eines ist ja klar, einen Computer und Satelliten hatte ich nicht zur Verfügung. Aber bis heute beruht ihr Navigationssystem und das GPS-System auf meiner Projektion. Und darauf kann Duisburg mit Recht stolz sein. Ich war ein sehr bescheidener Mann und habe mein Leben lang akribisch Daten gesammelt und ausgewertet. Dies hat so lange Zeit in Anspruch genommen, dass ich die Erstausgabe meines Hauptwerkes, des Atlanten, überhaupt nicht mehr erlebt habe. Ein Jahr nach meinem Tod erschien in Duisburg der erste Atlas. Und ich war es, der diesem Kind den Namen gegeben hat. So kommt es, dass bis heute jedes Kind mit meinem Atlas die Welt erobert. Und noch etwas betrifft sie bis heute. Ohne meine Mercator-Projektion gäbe es kein GPS-System und würde auch ihr Navigationssystem Ihnen nicht den Weg weisen können. Am 2. Dezember 1594 stirbt Gerhard Mercator im Alter von 82 Jahren hier in seinem Haus in Duisburg. Sein einflussreiches Werk hat den Blick auf die Welt revolutioniert. Thank you.